Fans aller Generationen liegen ihnen zu Füßen. Mein Gott, wenn der mit 4, 5, 6 Jahren schon so toll ist, wie soll er denn erst 10 Jahre später sein? Süße Lolitas und brave Bübchen. Also ein 7-Jähriger, der im Showgeschäft unterwegs ist, ist immer in einer Erwachsenenwelt. Der Erfolg hat seinen Preis. Kinderstars im Schatten des frühen Ruhms. Jetzt in ZDF History. Dieser Kinderstar stand über 40 Jahre auf der Bühne und ist dabei nie erwachsen geworden. Ein Star der Superlative. Als King of Pop schrieb er mit seiner Musik Geschichte. Auch für viele ein Kultbegriff. Michael Jackson kennt man einfach. Er ist immer noch ein Star. Ja, seine Musik war ja einzigartig. Also, und seine Tanzkünste auch. Sein Name ist relativ negativ belastet. Und seine Musik war aber sehr, sehr gut. 750 Millionen verkaufte Alben. Der erfolgreichste Künstler der Welt. Es kann sich draußen keiner vorstellen, was das bedeutet. Du kannst nicht mehr auf der Straße laufen. Du kannst nicht mehr einkaufen gehen. Ich meine, man liest dann in den Zeitungen, Michael Jackson hat einen Laden sperren lassen, damit er sich was einkaufen. Na klar, wie soll der das einkaufen? Von seinen Fans wird Michael Jackson verehrt wie ein Gott. Der größte Popstar aller Zeiten hat aber auch mal ganz klein angefangen. Im schwarzen Viertel von Gary, Indiana, wird Michael 1958 geboren. Das Haus der Jacksons, kaum größer als eine Garage. Michael ist das 7. von 9 Kindern. Vater Joseph arbeitet als Kranführer und entwickelt ehrgeizige Pläne für seine Sprösslinge. Vor allem Michael zeigt Talent. Für die Kleinen heißt das Drill statt Kindheit. Der Vater war ja alles andere als ein familiärer Typ, in Anführungszeichen. Der hat die Jungs ja ordentlich verprügelt. Das heißt, die wollten vielleicht gar nicht so sehr, aber sie sind gezwungen worden. Vater Joseph gründet mit seinen Jungs die Jackson 5 und treibt sie von einer Talentshow zur nächsten. Selbst in Stripperbars und Nachtclubs treten die Kinder auf. Ich habe getan, was getan werden musste, um sie international bekannt zu machen. Der Plan geht auf. Die Jackson 5 erhalten einen Plattenvertrag bei Motown Records. Und Auftritte mit den ganz Großen des Showgeschäfts wie Diana Ross. I say James Brown and Sammy Davis Jr. Cause I like the kind of things they do. Like fast music. Die Jackson 5 jagen von Erfolg zu Erfolg. Nicht zuletzt wegen Michael. Die Bühne wird sein Zuhause. Im Rampenlicht wirkt er sicher und selbstbewusst. Ich sage ganz oft, dass die Bühne auch ein Schutzraum sein kann. Und für Michael Jackson könnte das vielleicht auch stimmen. Auf der Bühne wurde er in Ruhe gelassen. Und wenn er es gut gemacht hat, gab es vielleicht auch mal ein Lob und keine Schläge. Eine Kindheit zwischen Plattenstudio und TV-Shows. Mal eine Kissenschlacht im Hotel mit den Geschwistern, bevor es zum nächsten Auftritt geht. Mehr Normalität gibt es nicht. Der Hype um die Jackson 5 ist enorm. 1971 startet eine eigene Zeichentrickserie. Ein Cartoon über 5 schwarze Kinder, das hat es zuvor noch nie gegeben. Seit Ende der 70er tritt Michael auch solo auf. Beruflich kommt er glänzend durch die Pubertät, doch er leidet an ihren Begleiterscheinungen. Seine Geschwister spotten über seine Pickel und die breite Nase. Mit dem Album Thriller 1982 will sich Michael Jackson endgültig vom Image des schwarzen Kinderstars verabschieden. Auch äußerlich. Nase und Kinn lässt er korrigieren. Die erste von unzähligen Gesichts-OPs. Der Wunsch, ein anderer zu sein, wird zur gefährlichen Manie. Ein vernünftiges, entwickeltes Selbstwertgefühl und auch ein vernünftiges Selbstbild mit allen Schwächen und Stärken, die ich habe, das ist vielen Kinderstars verwehrt geblieben. Und dann kommen tatsächlich diese Exzesse. Auf seiner Ranch Neverland mit eigenem Vergnügungspark und Zoo lebt der scheue Superstar wie in einer Märchenwelt. Kinder sind seine liebsten Besucher. Manche bleiben über Nacht und teilen sogar sein Bett mit ihm. Zweimal wird der Superstar wegen Kindesmissbrauchs angezeigt. Auch wenn es nicht zur Verurteilung kommt, erhält sein Image schwere Kratzer. Wacko Jacko, Spinner Jacko, nennt ihn jetzt die Presse. Daran können auch die kurzen Ehen mit Lisa Marie Presley und der Krankenschwester Debbie Rowe wenig ändern. Seine eigenen Kinder Prince Michael, Paris und Blanket versucht er vor der Öffentlichkeit zu schützen. Doch viele zweifeln an den Vaterqualitäten des King of Pop.
Ein Kind zu sein von einem wirklichen Weltstar ist ebenfalls keine Normalität und ist für ein Kind in der Regel kein Vergnügen. Also Vater will, dass alles anders wird, dass alles besser wird. Und letztendlich ist es dasselbe Drama mit anderen Schauspielern. Beruflich geht es abwärts, trotz großer Pläne für ein Comeback. This is it and see you in July. Die angekündigte Rückkehr erlebt der Superstar nicht mehr. Am 25. Juni 2009 wird Michael Jackson tot aufgefunden. Die Welt trauert um einen großen Star, der im Herzen ein Kind geblieben ist. Der nächste Kinderstar wurde mit einem Schlag zur Legende und machte Deutschland zur Tennisnation. Wimbledon, 7. Juli 85. Boris Becker triumphiert beim wichtigsten Tennisturnier der Welt. Mit gerade einmal 17. Wenn so ein junger Mensch das schafft, vor so vielen anderen Profis, also die waren ja alle wesentlich älter und machen das viel länger, dann ist das auf einmal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das fasziniert immer. Ein Wunderkind aus der deutschen Provinz, Leimen bei Heidelberg. Tennis spielt er schon als Vorschulkind. Es ist das Hobby seines Vaters. Ja, und wie seid ihr dazugekommen eigentlich? Durch den Vater. Ja, auch der Vater und die Mutter. Durch die Eltern. Spielen die alle Tennis? Ja. Rasch wird das außergewöhnliche Talent des Jungen erkannt. Noch gewinnt der kleine Boris längst nicht jedes Match, aber das soll sich bald ändern. Spiel Boris, 4:1. Obwohl er nun reihenweise Pokale abräumt, sind die Eltern skeptisch. Gut gespielt, gehst du wieder nach Hause. Der Beruf des Sportlers wurde nicht besonders seriös genommen in meiner Familie. Mein Vater war Architekt, meine Mutter war im Finanzwesen. Ich nenne das mal so, gebildete Leute. Und dann kommt ein Sportler und will mit Sport Geld verdienen. Wie geht das? Nur mit hartem Training und eisernem Willen. Boris hat ihn. Schule, Training, Turniere, das ist sein Alltag. Das normale Leben des Teenagers bleibt auf der Strecke. Mit 15 darf er die Schule schmeißen. Für ihn eine Befreiung. Ich kenne nicht so viele Jugendliche, die so gerne auf die Schule gehen. Also so weh tut mir es nicht, dass ich von der Schule weggehe. Trainer und Manager sind jetzt die Ersatzfamilie des Jungprofis Becker. 9 Monate im Jahr ist er auf Achse. Da war so die erste Krise von mir, wo ich nicht dachte, halte ich das überhaupt aus, jede Woche in einem anderen Holzhäuschen, in einem anderen Land, in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur. Doch Boris beißt sich durch und startet in Wimbledon 85 einen beispiellosen Siegeszug. Die Angst davor, wieder zur Penne zurückkehren zu müssen, treibt ihn an. Als meine Eltern dann zum Finalwochenende nach Wimbledon kamen, war immer die Frage, ja, jetzt kann ich wohl Tennisspieler bleiben und muss nicht mehr zurück auf die Schule. Das hat mir irgendwo auch den Druck genommen, nicht alles Bier ernst zu nehmen. Wir haben immer mit einem Schuss Humor darüber gesprochen, wenn du dann das Turnier wohl gewinnst, dann wirst du wohl weiter Tennis spielen dürfen. Ein Moment für die Ewigkeit. Matchball im Finale gegen Kevin Kerr. Becker triumphiert. Als jüngster Spieler aller Zeiten und erster Deutscher in Wimbledon. Über Nacht wird er zum Volkshelden und ganz Deutschland zur Tennisnation. Er spielt toll Tennis und nicht mehr, aber auch nicht weniger. So, und aufgrund dieser Fähigkeit jetzt sozusagen auf ein Podest gehoben zu werden, was so gar nicht so richtig angemessen ist. Eine Belastung, die unglaublich ist. Doch Becker hält dem Druck stand. Er verteidigt seinen Titel in Wimbledon, gewinnt den Davis Cup, wird Nummer 1 der Weltrangliste und holt sogar Olympiagold. Auch privat scheint alles glatt zu laufen. Boris und Barbara Becker sind das deutsche Traumpaar und nach der Geburt von Sohn Noah die deutsche Vorzeigefamilie. Erst als die Tenniskarriere endet, fangen die Probleme an. Boris hatte natürlich einen großen Teil seiner Jugend verloren, genau wie Steffi Graf. Die haben geübt und geübt und die sind so Weltklasse geworden, dass es nur gerappelt hat. Und dann haben sie eben alles andere, was andere in bestimmten Jahren durchleben und vielleicht auch durchleiden, nie erlebt. Und dann kommt irgendwann der Moment, da wollen sie dann irgendwas nachholen. Seine Frau ist hochschwanger, da vergnügt sich Boris mit Angela Ermakova. Die Legende vom Samenraub in der Besenkammer macht die Runde. Alles Leugnen ist umsonst. Tochter Anna ist Papa Boris wie aus dem Gesicht geschnitten. Die Affäre kostet ihn seine Ehe, jede Menge Geld und viel Sympathie. Boris stürzt sich ins Leben mit wechselnden Partnerinnen, die irgendwie alle aussehen wie Babs. 2009 heiratet er Lili Kersenberg. Die Klatschpresse ist immer dabei.
warum wissen wir so viel über Boris Beckers Privatleben? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß viel darüber, obwohl ich nicht danach gefragt habe. Becker macht das Private öffentlich. Ob peinliche Twitter-Kriege oder gedruckte Selbstbekenntnisse, die Freunde und Ex-Partner brüskieren, kein Fettnäpfchen lässt er aus. Bei den Deutschen hat er trotzdem einen Stein im Brett. Boris Becker zeigt, dass er angreifbar ist und dass er einer von uns ist. Und deswegen mögen ihn die Leute auch so. Weil sie auch sie leben mit ihm die Täler durch. Und jetzt auch freuen sich wieder viele für ihn, dass er so erfolgreich ist. Als Trainer von Topspieler Novak Djokovic ist Becker zurück auf dem Tennisplatz. Da, wo er hingehört. Unser nächster Kinderstar kommt aus Schweden. Ihre Fans hat sie überall auf der Welt. Und das seit Generationen. Stark, Zöpfe. Kulte Uhr, ne? Einmal eins ist zwei. Ich mach mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf. Sie macht, wie es mir gefällt. Seltene Bilder vom Casting für die Filmrolle der Pippi Langstrumpf. Ein Kind wächst schon beim Vorspielen über sich hinaus. Die kleine Inga, 8 Jahre alt, aus dem schwedischen Dörfchen Kisa. Ihr Papa, ein Zeitungsredakteur, hat sie zum Vorsprechen angemeldet. Ein Volltreffer für den Regisseur. Wir haben 8000 Kinder probiert, von Süden bis Norden. Wir haben kaum geglaubt, dass es möglich wäre. Die ist ja wirklich genauso, wie sie in dem Buch abgebildet ist. Ja. Man sollte annehmen, dass der Künstler sie gesehen hat. Das stärkste Mädchen der Welt. So zu sein wie Pippi, davon träumen Millionen Kinder. Ich hätte nie geglaubt, dass ein Mensch so stark sein kann. Und ein kleines Mädchen schon gar nicht. Na ja, gelernt ist gelernt. Nein, das ist wirklich eine Hexe. Kinder haben das große Glück, dass sie oft sofort glauben, was sie spielen. Und wenn man das dann noch in eine professionelle Produktion, wie so ein Kinofilm, mit einbauen kann, weil das Kind es leisten kann, dann ist es ein großes Glück. Die Dreharbeiten sind für Inga Nilsson ein Kinderspiel. Die Probleme beginnen, als der erste Film in die Kinos kommt und ein ungeahnter Trubel einsetzt. Hier in Schweden war man das nicht gewohnt. Diese völlige Hysterie, dieses Anhimmeln eines Idols. Das Volk liebte den Film. Sie liebten mich. Sie fanden, dass ich das sehr gut gespielt habe. Aber sie liebten die Pippi-Figur. Das wurde so wichtig für die Leute. Das überstrahlte alles andere. Und manchmal sahen sie dann nicht, dass ich dahinter stecke. Der Kinderstar ist gern gesehener Gast in großen Fernsehshows und spielt auch dort die Rolle der Pippi perfekt. Ein Image, das an ihr haften bleibt. In dem Moment, wo eine Rolle mit mir als Schauspieler oder als Person verbunden wird und sich weder die Filmindustrie noch das Fernsehen noch der Zuschauer vorstellen kann, dass man irgendetwas anderes machen kann, dann ist wirklich so eine Rolle ein Fluch. Gerade wenn es eben eine Rolle ist, die man als Kind gespielt hat. Nach 21 Folgen endet das Drehvergnügen. Inga Nilsson muss zurück in die Schule. Die Pippi Langstrumpf-Filme spielen weltweit ein Vermögen ein, doch nicht für Inga. Nur die Erwachsenendarsteller profitieren von den unzähligen Wiederholungen. Der Kinderstar wird mit einer Einmalgage abgespeist. Nach dem Abitur besucht Inga die Schauspielschule. Sie träumt von ernsten Rollen, fern vom Pippi-Image. Es wird immer absurder, je älter und erwachsener ich werde. Ich könnte unzählige Beispiele aus meinem Privatleben und auch aus meinem Berufsleben nennen, wo die Leute immer noch glauben, mit Pippi zu sprechen. Dass es Pippi ist, die sie anruft, sie besucht. Pippi, mit der sie telefonieren. Und sie antworten, als ob ich Pippi wäre und nicht Inga. Das ist manchmal wirklich völlig bescheuert. Attraktive Rollenangebote bleiben aus. Der Ex-Kinderstar arbeitet daher als Sekretärin in einem Stockholmer Krankenhaus. Aber cool, dass Inga Nilsson so patent war, dann einfach zu sagen, das Leben gibt mir jetzt gerade nicht, was ich will. Das muss ja im Leben auch nicht so sein. Und dann gehe ich einer anderen Arbeit nach und kann mir meinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist ja auch wichtig. Also, und das ist würdevoll. Sie hält an ihrem Traum fest und spielt auf kleinen Bühnen.
Seit 2007 ist sie auch im deutschen Fernsehen wieder zu Hause. Als Pathologin Eva spielt sie in der ZDF-Serie Der Kommissar und das Meer. Seht euch das mal an. Jetzt ist sie eine sehr gereifte, schöne Schauspielerin und hat auch wirklich nach wie vor toll gearbeitet. Aber man sieht immer noch Pippi. Das ist ganz kurios. Und das ist auch was Schönes. Aber es ist natürlich gemein, wenn dir als Schauspieler verwehrt wird, in andere Rollen reinzuschlüpfen. Sie hat gelernt, damit zu leben und blickt ohne Groll auf ihren frühen Ruhm. Als Astrid Lindgren stirbt, dankt sie ihr am Grab dafür, dass sie Pippi sein durfte. Was ist denn los? Was wollt ihr? Nichts. Wir wollten dich nur sehen. Wie heißt du? Ich heiße Pippi Langstrumpf. Stimmt gar nicht. Sie heißt Inga Nilsson und ist Schauspielerin. Auf Wiedersehen im Kino. Er ist das berühmteste Wunderkind aller Zeiten. Und vielleicht der erste Popstar der Geschichte. Ein Leben zwischen Tasten, Taktstock und Theater. Über 60 große Werke, Konzerte, Sinfonien, Messen und Opern hat Mozart hinterlassen. Jeder kennt mindestens eine seiner Melodien und das, obwohl er seit über 200 Jahren tot ist. Sauerflöte, ich noch, aber ich, die Melodien, also das könnte ich jetzt nicht vorsummen. Türkischer Marsch oder die Nachtmusik. Kleine Nachtmusik, da. Mozart, ein Superstar. Sein Talent inspiriert und imponiert noch heute jung und alt. Dass er ein Wunderkind war und Klavier gespielt hat mit 4 oder so. Ist einfach ein Genie gewesen. Wolfgang Amadeus Mozart kommt in Salzburg zur Welt am 17. Januar 1756. Schon mit 4 Jahren komponiert das Wunderkind kurze Stücke fürs Klavier. Der Vater Leopold Mozart ist Berufsmusiker und spürt früh, in seinem Sohn schlummert ein Ausnahmetalent. Leopold will es fördern und vermarkten. Fluch oder Segen für den Jungen? Bei so großen Talenten wie Mozart, glaube ich, war das halt so, dass sein Spielzeug tatsächlich das Klavier war. Also, der wollte gar nichts anderes. Als Wolfgang 6 ist, plant der Vater die erste Tournee. Gemeinsam mit Wolfgangs älterer Schwester Maria Anna, genannt Nannerl, spielt er an den großen Höfen Europas. Das Kinderduo bringt die Welt zum Staunen. Wenn wir einen ganz jungen Menschen sehen, einen kleinen Jungen, der begnadet Klavier spielen kann oder Geige spielen kann, das lässt uns einfach nicht kalt. Und wir haben die Fantasie, mein Gott, wenn der mit 4, 5, 6 Jahren schon so toll ist, wie soll er denn erst 10 Jahre später sein? 3,5 Jahre touren die Mozart-Kinder durch halb Europa und spielen viel Geld ein. Vater Leopold organisiert und kassiert. Also ich denke, man könnte das vielleicht als solche als Musikmanager der damaligen Zeit betrachten. Nur damals war eben alles anders. Es ging ja immer darum, Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren. Dem zahlenden Publikum bietet Leopold die große Wunderkind-Show. Ein besonderer Gag, der kleine Wolfgang muss mit verdeckten Händen spielen. Überall erntet der Kinderstar Beifall. Doch ist er auch glücklich? Ich habe Kinderstars erlebt, die umrundet sind von einer Entourage von Erwachsenenleuten, die aber innen drin auf mich diese Aura von, ich bin eigentlich einsam. Ich sitze auf der Bühne hinterm Klavier, kann mir den Boden kaum die Füße erreichen, aber bin irgendwo, ja, einsam unter all diesen Erwachsenen. Erst mit über 20 begehrt Mozart gegen den dominanten Vater auf. Er will endlich ein selbstbestimmtes Leben führen. 1781 geht er allein nach Wien und stürzt sich in die Arbeit. Er will frei sein und komponieren. In Wien heiratet er die Sopranistin Constanze Weber, gegen den Willen seines Vaters. Mit ihm wird er sich nie mehr ganz versöhnen. Doch die Ehe wird glücklich. 6 Kinder schenkt ihm Constanze, nur 2 überleben. Karl Thomas und Franz Xaver. In Wien feiert Mozart als Komponist große Erfolge. Er ist der Popstar des Rokoko. Zuweilen exzentrisch und frech, mit einem Hang zu frivolen Ferkeleien.
Leck mich im Arsch. Ja, davon habe ich schon gehört, dass er diesen Spruch sozusagen in die Welt gesetzt hat. Nicht schlecht. Nicht ganz jugendfrei. Leck mich im Arsch. Oder das hat Mozart geschrieben. Mozart, der Provokateur. Ein Genie, das nie richtig erwachsen wurde. Ein Merkmal so mancher Kinderstars. Wer jetzt aber als Kind schon ganz früh gemerkt hat, ja, es ist letztendlich egal, die applaudieren, egal was ich mache. Und dann kommt es ja dazu, dass man auch vielleicht ein paar Jahre später als Erwachsener sich ähnlich verhält wie vielleicht mit 6 oder 7 Jahren. Viel Zeit als Erwachsener bleibt dem einstigen Wunderkind nicht. Im Dezember 1791 stirbt Mozart mit nur 35 Jahren. Seine Musik wird bis heute in der ganzen Welt gespielt. Dieser Ex-Kinderstar kämpft noch immer mit dem Schatten des frühen Ruhms. Ausgang? Ungewiss. Süß und sexy. Niemand verkauft diese Kombination erfolgreicher als Popprinzessin Britney Spears. Ja, sie hat ja die Musikszene ganz schön erschüttert damals mit ihrem Hit Me Baby One More Time. So der Teenie-Star und jung und unschuldig und ja, irgendwann mal wollte sie halt nicht mehr in das Klischee rein. Ja, sie war sehr früh bekannt und vielleicht hat ihr das geschadet. Das Teenie-Idol stammt aus der Kleinstadt Kentwood im US-Staat Louisiana und wächst in einfachen Verhältnissen auf. Schon als 4-Jährige steht Britney auf der Bühne. Ihre ehrgeizige Mutter schickt sie von Wettbewerb zu Wettbewerb. Die Familie zieht sogar nach New York, damit Britney Tanz- und Schauspielunterricht erhält. Das zahlt sich aus. 1992 moderiert die 11-Jährige den Mickey Mouse Club. Auch Justin Timberlake startet hier seine Karriere. Nach 2 Jahren wird die Show abgesetzt und Britney muss wieder zurück in die Provinz. Ein herber Rückschlag, auch finanziell. Ohne Britneys Einkommen muss die Familie Insolvenz anmelden. Wenn schon mit 4 Jahren mit so einem Masterplan auf eine Schiene gesetzt wird, du wirst nachher der Ernährer werden, du bist sozusagen derjenige, der nachher auch unsere Rente bezahlt und ich weiß nicht was, das ist schon eine Form wirklich von Missbrauch, weil dieses Kind schlüpft plötzlich in eine Rolle, ob es will oder nicht, die absolut nicht kindgerecht ist und das ist natürlich eine Belastung für so ein Kind, die wir uns gar nicht vorstellen können. 1999 geht der Traum von Ruhm und Reichtum doch noch in Erfüllung. Mit süßen 17 ist Britney ein Superstar. 100 Millionen Alben verkauft sie weltweit. Die Fans sind begeistert, nicht nur die weiblichen. Man hat auch zum Teil dieses Phänomen, was auch durchaus Männer eben faszinierend findet. Man hat so sozusagen das Kind immer noch in der doch schon erwachsenen Frau. Wirklich eine Art Lolita-Effekt, der, denke ich mal, nicht zufällig eingesetzt wird. Jugendfreund Justin Timberlake wird ihre erste große Liebe. Die Medien stürzen sich auf das junge Paar. Kein Sex vor der Ehe hatte Britney gelobt. Jetzt bricht sie ihr Gelübde, wie sie gesteht. Als sich das Traumpaar nach 3 Jahren trennt, leidet vor allem Britney schwer. Als es auseinanderging und dann der Liebeskummer, vielleicht der erste richtige in Britney Spears Leben, zu bewältigen war, war das auch öffentlich. Und das ist, glaube ich, ziemlich mies. Britney will nicht mehr süß und unschuldig sein. Als Popkönigin Madonna sie 2003 auf der Bühne küsst, ist das Brüder-Amerika geschockt. Darf ein Ex-Kinderstar so provozieren? Der musikalische Erfolg gibt ihr zunächst recht. Dann macht Britney mit privaten Skandalen Schlagzeilen. Unter Alkoholeinfluss heiratet sie einen Freund in Las Vegas. Ein verzweifelter Versuch, das Image des Kinderstars endlich loszuwerden. Doch die Blitzehe wird auf Drängen der Eltern annulliert. Nur wenige Monate später heiratet Britney den Background-Tänzer Kevin Federline. Das Paar bekommt 2 Söhne. Britney präsentiert sich als treusorgende Mutter. Doch das nimmt ihr die Öffentlichkeit nicht ab.
Sie trinkt zu viel und rasiert sich vor Kameras den Kopf kahl. Was wohl als Hilfeschrei gemeint war, wird von der Presse als schierer Irrsinn verurteilt. Seitdem ist ihr Vater ihr Vormund und verwaltet ihr Vermögen. Es ist eigentlich eine Bankrotterklärung für mich. Das heißt, ich bin in dem Sinne wirklich nicht lebensfähig. Ich bin immer darauf angewiesen, dass andere mir weiterhin aussagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Nach dem Absturz gelingt Britney überraschend das Comeback. Sie gewinnt den Respekt ihrer Kollegen und Fans zurück. 2011, mit gerade mal 29, erhält sie bei den MTV Music Awards einen Preis für ihr Lebenswerk. Seit 2013 hat sie ihre eigene Show in Las Vegas. Manche meinen, dies könnte der Endpunkt ihrer Karriere sein. In Las Vegas zu sein, heißt einfach Beständigkeit. Du hast einfach für die Verabredung von ein, zwei Jahren sowas wie einen Alltag. Und ich glaube, das ist etwas, was ihr sicherlich viel Stabilität gibt. Es hat sich gelohnt. Das Sorgerecht für ihre Kinder hat Britney inzwischen zurückgewonnen. Unser nächster Kinderstar ließ die Deutschen kollektiv aufschluchzen. Ein kleiner Holländer mit einer großen Stimme. Mama soll er singen. Ja? Ja. Aber das will er ja nicht. Ich bin doch mit ihm fotografiert. Aber das ist ein erwachsener Mann. Oder? Das macht doch nichts, deswegen kann er doch Mama singen. Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, eins wird das Schicksal wieder uns vereinen. 55 Sekunden reichen und ein Star ist geboren. Heintje erobert 1967 mit Mama Millionen Mutterherzen. Und selbst als Heintje schon längst erwachsen ist, wollen seine Fans von ihm immer nur das eine. Mama, du sollst nicht um deinen Jungen weinen. Das Singen lernt Heintje in der Kneipe seiner Eltern im niederländischen Egelshofen. Dort läuft die Single Mama des italienischen Tenors Robertino rauf und runter. Ein Lied, das Heintje mit Wonne imitiert. Übung für einen Talentwettbewerb. Mein Vater meinte noch, ich weiß es noch bis heute, der sagte immer, da brauchst du gar nicht hinzugehen. Das war so ein bisschen Beatles-Ära, Rolling Stones noch. Da hast du keine Chance mit deiner Mama, weil das wollte ich da singen. Das habe ich dann wohl gemacht. Meine Mutter hat gesagt, also wenn du willst, gehe ich mit dir dahin. Und wir sind dahin gegangen, ich habe gewonnen. Der goldene Löwe für Heintje. Was folgt, ist eine atemberaubende Kinderkarriere. Täglich werden 50.000 Heintje-Platten verkauft. Konzerte in aller Welt. Nicht nur die Deutschen sind verrückt nach ihm. Wie erklärt er sich heute diesen Hype? Ich war damals so ein bisschen der Gegenpol von den sogenannten wilden Zeiten oder von den Rolling Stones und. Die Stimme war einzigartig. Ja, ich glaube damals, es passte einfach alles zusammen. Mit 12 Jahren hat der Kleine mit dem akkuraten Scheitel schon 10 goldene Schallplatten. Weiß er eigentlich, was das bedeutet? Ich stelle mir das so vor, mit 10 goldenen Schallplatten. Die kann man sich angucken und an der Wand hängen. Trotz insgesamt 40 Millionen verkaufter Platten, der kleine Künstler lebt weiterhin ganz bescheiden auf dem Hof seiner Eltern. Auch das Taschengeld ist übersichtlich. Manchmal gibt es 5 Mark, manchmal gibt es 6 Mark, manchmal gibt es 7 Mark. Genau nach Laune meines Vaters. Also ich wurde zu Hause genauso wie meine Geschwister behandelt, ziemlich normal. Und ich glaube, im Nachhinein ist das auch ganz gut gewesen, so, dass man dann auch so ein bisschen die Bodenhaftung nicht verliert. Die verliert er auch dann nicht, als die Filmindustrie anklopft. In der Lümmel von der ersten Bankklamotte spielt er neben Peter Alexander. Schon der erste Film wird mit der goldenen Leinwand ausgezeichnet, weil er innerhalb eines Jahres 3 Millionen Zuschauer in die Kinos lockt. Auch die anderen 5 Filme werden Kassenschlager. Wo Heintje spielt und singt, da ist die Welt in Ordnung. Das Rezept für einen gewaltigen Erfolg. Es ist schon eine Kombination, ein hübsches Bürschlein mit einer tollen, wunderbaren Stimme und dann im Image nach außen getragen auch noch anständig, sauber, klar und rein. Seine Leidenschaft für Pferde entdeckt Heintje schon damals. Nicht nur im Film, auch im richtigen Leben. Neben der Musik macht er das Reiten zu seinem Zweitberuf. Heute besitzt der einstige Kinderstar ein eigenes Gestüt. Doch erst einmal ereilt ihn mit 16 Jahren die Katastrophe. Der Stimmbruch. Oh
Und also das ist wohl irgendwie vorbei für ihn. Nicht? Als Kind war es ja ganz gut, aber... Er wird immer gemessen an Mama und er kann nicht mehr Großmutter singen, weil es einfach nicht funktioniert. Emotional unstimmig irgendwie. Doch er singt weiter. Nicht wie zuvor, aber immerhin. Er hat das Tier vergessen, heißt jetzt Hein. Hein Simons! Und alles das nur, weil wir uns lieben. Aber der ganz große Erfolg bleibt aus. Nein, so privat läuft's da besser. 1981 heiratet er Doris aus Aachen. Mit ihr bekommt er 3 Kinder. 33 Jahre dauert die Ehe, in der sie das Pferdegestüt gemeinsam bewirtschaften. Doch dann sagt Doris ihrem Hein Adieu, wegen eines anderen. Im selben Jahr 2014, als ihn privat das Glück verlässt, die Sensation. Er bringt in den Niederlanden ein Album in seiner Muttersprache heraus. Und steht damit wochenlang in den Charts. Im Jahr darauf kommen im Antwerpener Sportpalast 12.000 Fans zusammen. Ein Triumph für Hein Simons, den so mancher schon abgeschrieben hatte. Doch Hand aufs Herz, auch wenn er schon wieder ein neues Album rausgebracht hat, so warten wir doch eigentlich alle nur auf. Unser nächster Fall ist eine Hollywood-Legende. Doch wer weiß heute noch, dass sie schon als Kind ein Star war? Elizabeth Taylor, Königin der Leinwand. In den 60er Jahren gilt sie als schönste Frau der Welt. Sie hat mir auch sehr gut gefallen. Aber als Kinderstar habe ich sie noch nie in einem Film gesehen. Lassie, ja, kenne ich auch noch. Ja, klar. Ja, haben wir früher geguckt. Ach, sie hat bei Lassie mitgespielt. Da schau her. Liz Taylor als 10-Jährige. An der Seite von Lassie feiert sie 1943 ihren ersten Kinoerfolg. Er ist hart erarbeitet. Sie wächst in der Nähe von Hollywood auf, in Beverly Hills. Die Eltern wollen die Tochter schon früh beim Film unterbringen und schicken sie zu Probeaufnahmen in die großen Studios. Liz hat Talent, das glaubt vor allem die Mutter, die selbst früher Schauspielerin war und der Tochter Unterricht gibt. Liz ist nicht besonders ehrgeizig, aber eine Rolle will sie unbedingt haben. Die Hauptrolle im Film, kleines Mädchen, großes Herz. And a girl named Velvet. I want to be a famous rider. I should like to hunt. Ein Mädchen, das als Junge verkleidet ein großes Pferderennen gewinnt. Damit erobert die 12-Jährige die Herzen des Publikums. Und begeistert die Kritiker. Aus künstlerischer Sicht würde ich sagen, hat es natürlich eine irre Power, wenn du so früh schon dieses Business kennenlernst, vor der Kamera stehst und dich absolut frei fühlst, wenn man Liz Taylor später sieht. Diese Spielfreude und Perfektion, vielleicht kann man die nur erreichen, wenn man das sein Leben lang macht und von Anfang an drin ist. Die Mutter passt auf, dass Liz Karriere und Schule unter einen Hut bringt. Neben den Dreharbeiten bleibt dem jungen Star nur wenig Zeit. Liz fühlt sich bald überbehütet. Die Kinder wollen expandieren, sie wollen sich ausprobieren, sie wollen Fertigkeiten entwickeln. Und eine Überbehütung nimmt einem Kind die Entwicklungschancen. Und das wird irgendwann mal sich rächen und die Kinder werden leiden. Mit 15 spielt sie einen verliebten Teenager. Es ist ihr Wechsel ins Erwachsenenfach. Metro-Goldwyn-Mayer reveals the magic story of Cynthia with Elizabeth Taylor. The magic personality. You applauded. Auf der Leinwand bekommt sie ihren ersten Kuss. Im wahren Leben durfte ich daran nicht einmal denken, sagt sie. Das holt sie später nach. Mit 18 tritt sie das erste Mal vor den Traum. In 1958 verunglückt Mike Todd tödlich bei einem Flugzeugabsturz. Mit 26 ist Liz dreifache Mutter und Witwe. Sie stürzt sich in eine neue Ehe mit dem Schlagersänger Eddie Fischer
und in die Arbeit an einem Film, für den sie $1 Million Gage bekommt. Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Richard Burton as Mark Antony. Über den Film sagt sie später, alles, worauf ich stolz war, wurde herausgeschnitten. Das Publikum will den Streifen vor allem wegen Taylor und Burton sehen. Denn während der Dreharbeiten werden die beiden auch privat ein Paar. Obwohl sie noch mit anderen Partnern verheiratet sind. I want you to forget me, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. Das wohl berühmteste Paar der Filmgeschichte. Und Liz Taylors sechster Aufbruch in den Ehehimmel. Sie hat, glaube ich, immer nach Sicherheit gesucht, sonst wären nicht diese vielen Ehemänner da gewesen, diese wirklich unglaublichen Liebesgeschichten, die sie da mit uns mehr oder weniger freiwillig geteilt hat. 10 leidenschaftliche Jahre verbringen Taylor und Burton zusammen, dann trennen sie sich, heiraten nochmal und scheitern endgültig. Beide sind schwere Alkoholiker. Sie schluckt außerdem Tabletten. Eine Folge des Drucks, unter dem sie von Kindheit an stand? Doch anders als viele Stars schafft sie es, sich von der Sucht zu befreien. In der Entzugsklinik lernt sie den 20 Jahre jüngeren Larry Fortensky kennen. Er wird Ehemann Nummer 8. I love him. Als alte Dame nimmt sie den Rummel um ihre Person immer gelassener. Sie liebt schrille Auftritte, sammelt Geld für die AIDS-Hilfe und ist mit sich im Reinen. Ich muss ehrlich sein, mir selbst gegenüber. Ich kann es nicht jedermann recht machen. Ich muss mir selbst treu bleiben und den Menschen, die mir nahestehen. Die Diva stirbt 2011, hochgeachtet, nach einer fast 70-jährigen Karriere.